Nee. Raus zum Intro! Das wird nicht das Intro, ganz sicher nicht. Ich habe zum Glück jetzt erst auf Aufnahme gedrückt. Neues Ziel. Neues Ziel, wir machen eine Folge, die nur Intro ist. Nur Intro, genau. Alle Intro-Zusammenschnitte. Ja. Das klingt verlockend. Best of Intro. Ja, irgendwann haben wir einfach noch Best of Soundcheck, Best of Intro, Best of Outro. Best of, Best of. Best of, Best of. Ey, solange wir unsere Best ofs gehen, könnte man das machen. Das stimmt. Wir haben die Zuschauer entscheiden, was da das Beste war. Welche Best-Offs haben wir denn? Wir haben zwei Best-Offs, die beide über eine Stunde gehen, am dritten schneide ich gerade. Zwei? Aber aus zwei die besten Best-Off zu machen, ist doch... Nein, aber komisch. So grundsätzlich, wie lange unsere Best-Offs gehen, nämlich ach über eine so. Stunde. Ich wollte gerade sagen, aber von so wenig den Besten aussuchen, das ist doch... Ginge aus. Jetzt was du meinst. Ist das ja, jetzt die Folge? Und damit herzlich willkommen zu Pen & Paper Supers, Ausgabe Nummer 79. Mit dem wahrscheinlich längsten Intro. Nein, natürlich nicht. Oder vielleicht ja. Doch, ich kann einfach noch weiterreden. Vielleicht schaffen wir es. Es sei vielleicht dazu gesagt, dass wir, wo wir diese Folge hier gerade aufnehmen, vorher fast zwei Stunden lang uns eure Memes angeguckt haben und danach auch schon gesagt haben, das war keine gute Idee, das vor der Session zu machen, weil... Nope. Ja. Ich habe auch noch den Satz im Ohr von vor drei Stunden, lass mal probieren, fokussierte Aufnahmen. Bisschen strukturierter, ja. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Naja, jedenfalls beim letzten Mal. Hat die Gruppe, beziehungsweise haben Richard und Lamour und Dudley erfahren, dass Murphy noch lebt und bei Genera ist weiterhin. Wir haben Jack Polanski gesehen, der Golden Glory ein Angebot des Handelns mit Afrika gemacht hat. Ich bin noch bei Südamerika, deswegen switch das immer. Ein Angebot gemacht hat, sie haben Informationen bekommen über Afrika, wo sie jetzt hinwollen. Und waren jetzt gerade am Tag der Abreise, wo sie sich aber erbeten haben, erst später am Tag zu fliegen, weil sie gerne noch einige Sachen erledigen würden, unsere Charaktere. Und zu allerletzt hatten wir gerade gesehen, wie Little Justice eine geheime Nachricht von seinem großen Bruder bekommen hat, der ihn gebeten hat, sich zu treffen mit ihm. Wir haben jetzt einfach mal gesagt, in ihrem Park, der sie mit irgendeiner Vergangenheit verbindet und ja, dass sie da mal reden können. Ja, in genau, da. Und Erik ist wieder aus dem Konzept. Yes. Wenn euch die Folge gefällt, dann freuen wir uns über Daumen. Wie eine gut geölte Maschine laufen wir. Wir freuen uns natürlich auch über Abos und natürlich auch über eure Kommentare und damit können wir jetzt loslegen. Das wird eine ganz tolle Session, wird das. Intro Video. Ja, so, Little Justice, du hattest dich ja verabschiedet von der Gruppe und hast auch nur grob gesagt, ja, ich muss was Wichtiges erledigen, wir sehen uns dann später.
Und ja, weißt natürlich ganz genau, wo du hin sollst, zu dem Treffpunkt, wo ihr euch ja schon öfter mal getroffen habt für Gespräche. Solange ich nicht sagen muss, wo das ist, weiß ich genau, wo wir hin müssen. Genau, musst du nicht sagen. Es ist ein wunderschöner kleiner Park mitten in Berlin. Und ja, als du da ankommst, siehst du deinen großen Bruder mehr schlecht als recht so ein bisschen getarnt mit Kapuze überm Kopf und so weiter. Aber seine ja, beeindruckende Gestalt erkennst du natürlich trotzdem sofort. Aber für jetzt scheint zumindest das öffentliche Auge noch nicht so sehr auf ihn gerichtet zu sein. Er hat so ein Pullover an mit seinem eigenen Merchandise drauf, weißt du, sein eigenes Logo. Ja, weil wer trägt schon sein eigenes Merchandise? Was? Ja, dann würde ich da hingehen und wenn er da irgendwo steht, mich einfach in die Nähe stellen, weil ne, er ist halt so ein bisschen heimlich und dann tue ich halt so, als würde ich ihn nicht kennen, stelle mich daneben, guck ein bisschen doof in der Gegend rum. Ja. Und ja, er kommt dann auch relativ schnell zu dir rüber, tut jetzt auch nicht auf sonderlich heimlich. Es ging wohl eher darum, dass nicht auf dem Weg durch die Stadt irgendwie alle schon bemerken, da ist er und ihm hinterher pendeln. Ja, hallo, kleiner Bruder. Hey. Du, hör mal, ich will deine Zeit gar nicht zu sehr verschwenden, du hast ja sicherlich auch noch einiges, was du vorbereiten musst, aber ich wollte gern nochmal mit dir reden, bevor du abreisen musst, weil irgendetwas hier bei der ESG, der senkt so ein bisschen Stimme, läuft gerade nicht seinen gewohnten Gang und ich kann noch nicht so richtig einschätzen, was los ist, aber ich zweifle offenbar, offensichtlich, nein, offen gesagt, das wollte ich sagen. Ich zweifle offenbar gerade daran, ob Glory im Moment nach bestem und gewissen, besten Wissen und Gewissen, verdammt, handelt. Das wird eine super Session. Das wird jetzt einfach der Charakter von ihm. Ja, ich wollte es letztens im ESG-Gebäude nicht so aussprechen, aber im Moment ist unser Verhältnis eher etwas abgekühlt, denn ich war nicht begeistert darüber, dass sie dich einfach mit auf diese Selbstmordmission geschickt hat, obwohl ihr sie ja glücklicherweise überstanden habt. Und nun, ich möchte dich eigentlich nur darum bitten, du legst ja immer deine Berichte ordnungsgemäß ab und richtest alles an Glory aus. Ich würde dich bitten, dass du alle zukünftigen Berichte und alle Infos, die du für die ESG hast, immer, auch wenn du das ja meistens schon tust, aber immer erstmal mir gibst und vorzeigst, damit ich vielleicht mit dir gemeinsam entscheiden kann, was wir an Glory weitergeben und was nicht. Also, wenn du mir vorher sagst, was genau nicht, welche Art ich nicht weitergebe, kann ich auch zwei Berichte vorbereiten. Nun, das könnten wir dann ja jeweils besprechen. Das Ding ist, wie gesagt, ich kann selber gerade nicht so richtig den Finger drauf legen, was los ist. Aber erst diese ganze Aktion, dass sie Südamerika zwar helfen will, aber dann eben nur Strange Behaviors dahin schickt, und aus meiner Sicht billigend in Kauf nimmt, dass das Ganze nicht funktionieren wird. Und auch ihr Verhalten in letzter Zeit, vor allem seit einigen Stunden, wirkt sie irgendwie in Aufruhr, unruhig und sagt mir aber auch nicht, was los ist. Und irgendetwas ist passiert, das sie gerade sehr, sehr nervös macht. Und deswegen, weil ich nicht weiß, ob das eventuell etwas mit deinem Team und dir zu tun hat, würde ich gern alles, was du weitergibst, erst einmal erfahren, um im Zweifel auch die Familie über die Firma zu stellen. Ja, selbstverständlich. Aber so wie ich dich kenne, hast du doch sicherlich Vorbereitungen getroffen für den Fall, dass Glory nicht in der Lage ist, die Firma ordentlich zu führen. Sowohl legale Vorkehrungen als auch andere.
Nun, sagen wir es mal so, sie hat mir bis vor kurzem selten Grund gegeben, an ihr zu zweifeln als Anführerin. Und ich werde aber auf jeden Fall, meine Fühler ausstrecken und versuchen rauszufinden, was hier gerade los ist, warum sie sich so verhält und warum sie stellenweise ihr Vorgehen scheinbar von einem Tag auf den anderen gerade ändert und auch so reizbar wirkt im Moment. Ja, die Frage kann ich dir natürlich nicht beantworten, aber du solltest wirklich schauen, dass du sowohl im Privaten als auch legal Vorbereitung triffst, zur Not dafür zu sorgen, dass Glory abgelöst wird. Wenn es hart auf hart kommt, wenn sie nicht mehr im besten Sinne der Firma handelt, dann muss das jemand anders tun. Ja. Kurze Out-of-Character-Frage. Ja. Die ESG, ist es so diktaturmäßig? Glory ist da der Chef und deswegen kann sie machen, was sie will? Oder ist es mehr so, es gibt ein Board und da wird entschieden und es wird ein Anführer gewählt? Oder wie läuft das? Nee, also sie ist schon, ich hatte es damals einfach beschrieben, sie ist aufgrund ihrer Leistung sehr schnell zur Anführerin aufgestiegen, einfach. Und sie ist aber, also sie hat das Sagen. Also selbst zu Justice, also selbst sein Bruder, ist halt sozusagen nur inoffiziell ihre rechte Hand. Aber er hat auch nicht mal so irgendwie den Titel als Vize oder so, sondern... Nee, das ist schon klar. Aber ist das jetzt so, wenn jetzt zum Beispiel Glory anfängt, komplett frei zu drehen und irgendwelche Sachen zu machen, gibt es dann irgendwie so ein Board of Directors, die sagen können, abgewählt, nächster, oder? Nee, also die Superheldenorganisationen sind sozusagen auch die Regierung sozusagen der Länder und oder die alles maßgeblich beeinflussen. Und sie ist die Chefin der ESG, sie hat das Sagen. Es gibt halt, wie gesagt, das kannst du auch schon mitbekommen haben, hier und da das Gemunkel, dass da noch irgendwas im Hintergrund sein könnte, was aber nicht offiziell ist. So, also aber es ist eher eine Diktatur. Ich würde gerade sagen, also doch eher Diktatur. Genau. Und das heißt, wenn es jetzt da einen Wechsel an der Spitze geben sollte irgendwo, dann muss das entweder durch freiwilliges Abgeben passieren oder durch einen Putsch. Ja. Revolution! Okay, also werden mehrere Köpfe fallen. Wie war das? Okay, das wollte ich nur nochmal wissen. Ja. Also wie gesagt, sollte sich herausstellen, dass sie überhaupt nicht mehr in der Lage ist, im besten Sinne der Firma zu handeln, dann muss sie halt ersetzt werden. Und ich weiß, dass du offiziell nie ihre rechte Hand warst, aber du hast in der Öffentlichkeit genug Rückhalt. Und auch in der ESG an sich gibt es genug Leute, die sich auf deine Seite stellen. Gerade wenn Glory nicht mehr im besten Sinne der Firma handelt, wird das ja nicht nur dir aufgefallen sein. Ich weiß gar nicht, ob das so zutreffend ist, denn ich habe natürlich schon den engsten Kontakt zu ihr und gerade solche Sachen wie ihre Pläne rund um Südamerika, die kriegt natürlich primär nur ich mit. So. Selbst die einige der höheren Superhelden in der ESG haben halt nur mitbekommen, ihr wart weg und plötzlich wart ihr die großen Helden, die Südamerika gerettet haben. Ich weiß, was du meinst und du weißt auch, dass ich so etwas nur dann versuchen würde, wenn ich wirklich das Gefühl hätte, dass sie nicht mehr in der Lage ist, uns anzuführen, denn all die Jahre hat sie das sehr, sehr gut gemacht, weitestgehend. Ich hoffe, dass wir bald dem auf der Spur kommen, was hier eigentlich gerade los ist. Hast du Beweise dafür, wie sie in letzter Zeit sich verhält und was für Entscheidungen sie trifft? Nun, Beweise ist vielleicht das falsche Wort. Im Prinzip ist es hier auch wieder nur mein Wort. Eine Sache ist, dass sie zu mir direkt gesagt hat, dass sie Team Strange Behaviors im Prinzip als Opferlamm nach Südamerika geschickt hat. Und dass sie es als Win-Win-Situation bezeichnet hat, dass wenn ihr es überraschenderweise schaffen solltet, dann waren die ESG diejenigen, die geholfen haben und die großen Retter. Und wenn wir es nicht schaffen sollten, dann ist sie ein halb unfähiges Team los. So wollte ich es nicht formulieren, aber ja.
Ja, du weißt doch, von mir brauchst du da kein Blatt vor den Mund nehmen. Mir ist bewusst, dass ich, was Kräfte angeht, eine Enttäuschung in unserer Familie bin. Das ist mir bewusst, da brauchst du keinen, da brauchen wir auch, in der Öffentlichkeit ist das natürlich was anderes, aber unter uns brauchen wir da nicht so tun. Als wäre das irgendwie eine Überraschung oder als würde mich das groß schocken. Aber du weißt, dass ich das, was ich immer sage, ernst meine. Dass ich sehr sicher bin, du wirst deine Kräfte schon noch weiterentwickeln und du wirst unsere Familie einmal sehr stolz machen. Und ja, es ging ja nicht nur darum, sondern dass das Team Strange Behaviors innerhalb kürzester Zeit zwar auch Leistung vorgewiesen hat, aber auch ein einziges großes Chaos war, seit sie sie angestellt hat. Und ja, von daher hat sie in dem Wissen, dass du mit da drin bist, einfach in Kauf genommen, dass es entweder funktioniert und alles gut ist oder dass es nicht funktioniert und sie ohne Konsequenzen einen Kopfschmerz los ist. Aus ihrer Sicht verständliche Handlung. Eine Sache wäre da, glaube ich, noch. Da du ja sagst, Golden Glory ist in letzter Zeit etwas, nennen wir es unberechenbar, sollte sie noch unberechenbarer werden und plötzlich und vielleicht auf den Gedanken kommen, dass du im Weg bist und dann dieses Hindernis beseitigen. Gibt es etwas, das wir oder das ich gegen sie benutzen kann? Sei es, wenn es um die öffentliche Wahrnehmung von ihr geht, sei es, dass es um die Legitimität ihre Ansprüche als Führerin der ESG geht oder sei es auch, wenn es um eine direkte Konfrontation geht. Nicht viel. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann und dich auf dem Laufenden halten. Das Einzige, was sie aber schon seit Jahren macht und eigentlich schon seit ich sie kenne, ist, dass sie eigentlich immer recht vertraut mit ihren Plänen gegenüber mir zum Beispiel ist, aber ab und zu sich abschottet, sagt, sie muss Nachrichten senden, Dinge begutachten, die nur sie als Anführerin etwas angehen, und dann schottet sie sich auch jeweils völlig ab. Und jetzt gerade ist es aber das erste Mal so, dass sie schon einige Stunden erst völlig in Aufruhr wirkte und seitdem sich völlig von allem abgeschottet hat und irgendetwas ganz dringend organisieren muss. Aber ich habe ihr halt immer einfach vertraut, dass sie als Anführerin das schon alles richtig machen wird. Und nun ja, habe mir vielleicht auch aufgrund von persönlichen Beziehungen die Welt ein wenig schöner geredet, als sie ist. Ja, das ist ja verständlich. Gibt es in der IT-Abteilung jemanden, dem du zu 100% vertraust? Im Moment noch nicht. Gerade, vielleicht ist es ja auch eine völlig falsche Ahnung. Das kann ja auch absolut sein. Gerade, aber du musst es mal so sehen, wenn du jetzt Vorkehrungen triffst, falls irgendwas völlig aus dem Ruder läuft und das alles nur sich herausstellt, das war falscher Alarm. Glory wird das verstehen. Du hast es zum Wohle der ESG getan und nicht, um dich persönlich zu bereichern. Und wenn sie es nicht versteht, dann wissen wir umso mehr, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Pass auf, wir machen es so. Du führst erstmal ganz normal deine Mission aus, die euch zugeteilt wurde. Ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt in dieser Mission keine große Gefahr. Es scheint wirklich eher eine Art, ja, fast schon Belohnung für den Erfolg zu sein. Und ich strecke mal innerhalb der Firma meine Fühler aus, wer eventuell irgendwas weiß, wem man vielleicht vertrauen kann.
Und ja, ob es vielleicht noch andere gibt, die Ähnliches empfinden gerade. Falls nicht, wäre es vielleicht Zeit für ein paar neue Leute bei der ESG einzustellen. Und wie mir jetzt noch mehr, seit ich in Strange Behaviors bin, noch mehr aufgefallen ist wie früher schon, du solltest vielleicht mal bei den Waisenkindern, die wir aufnehmen, regelmäßig vorbeischauen. Um schon frühzeitig eine Vaterfigur darzustellen. Es kann nicht schaden, wenn man vielleicht dort von ganz jung auf den ein oder anderen hat, der, wo die Treue zwar bei der ESG liegt, aber mehr bei der Vater, aber vielleicht noch etwas mehr bei der Vaterfigur als bei der ESG. Wir hören welche von Kleinhof. Ja, sicher. Wie kommst du auf solche Ideen? Es fühlt sich irgendwie falsch an. Auf der anderen Seite blicken sie jetzt das nahezu alle zu Glory auf. Muss ich dann genau auch an diesen Gefühlsseminaren teilnehmen? Du könntest dir vielleicht ein paar Videos ansehen, um zu wissen, wie du zumindest den Anschein erwächst. Nun, ich tue das alles nicht gerne, aber... Du tust es ja auch nicht für dich oder für mich, sondern tust es um das Beste für die ESG. Darum geht es ja nur. Sollte sich herausstellen, dass das nur gerade... dass du dich täuschst, dass das nur so aussieht, als würde irgendwas nicht richtig laufen, dann ist ja alles in Ordnung. Dann machen wir das so. Und ja, ich hoffe, dass ich mich irre, aber irgendwie habe ich gerade das Gefühl, dass das hier alles rund um die ESG gerade unbekannte Dimensionen annimmt. Wir werden der Sache schon auf den Grund kommen. Das werden wir. Nun, und du merkst auch, wie jetzt so langsam doch immer mehr Blicke in die Richtung gehen und Leute schon merken, oh Moment, das ist doch Little Justice, der war doch jetzt im Fernsehen ganz viel, da ist doch irgendwie was passiert. Wer steht denn da bei ihm? Michaelikus schaut aus dem Gewicht. Nun, dann wollen wir mal nicht mehr Augen auf uns ziehen, als wir das schon getan haben. Solltest du in irgendeiner Form Probleme bekommen, dann melde dich immer gern. Das gleiche gilt für dich auch, Bruder. Und er würde dich, was er selten getan hat, aber er würde dich dann jetzt einmal doch sehr fest umarmen und noch einmal durchseufzen und dann anfangen, sich auf den Weg zu machen. Ich umarme so fest ich kann zurück im Vergleich. Würfel mal auf Standhaftigkeit. Oh Gott. Setzt er seine Superkraft ein. Gefällt mir nicht. Mal kurz schütteln. 8. Ja. Ach, an deiner Körperkraft musst du aber immer noch etwas arbeiten, kleiner Bruder. Und er klopft dir so auf die Schulter. Ich und du weiß, hast so einen Bohren Rücken. Und klopft dir so auf die Schulter. Krieg auch schon wieder ein Bruder weg. Hat die ESG einen Chiropraktiker? Ja, und dann würde er sich auf den Weg von dannen machen. Ja, ich mich dann auch. Gut. Während das passiert, möchte der Rest noch etwas erledigen. Ich würde gern mit Richard in den Shop gehen. Wir wollen shoppen. Okay. Da wäre ich auch auf dem Weg hin. Ida und Richard. Und Dudley. Morgen, Richard. Halt, wer bin ich eigentlich? Bin ich Doktor, Professor? Wer bin ich?
Du bist, beides. Du musst jetzt reden wie der Professor in der Geschwindigkeit des Doktors. No. Du bist der Doktor. Red. Oh. Okay. Wir haben jetzt wieder 20 Minuten. Hallo, oh, Rich. Nein, Steven, du hattest schon ein gutes Tempo gefunden für ihn. Okay. Aber wie war es? Wie war es? Guten Morgen, Richard. Ah, Doktor, schön. Sie, Doktor oder Professor? Ja, Doktor, ich bin Doktor. Herr Professor, so viel Zeit muss sein. Ein Professor, Doktor. Guten Morgen. Professor ist ja der Professor halt. Ich bin ja der Doktor, also. Haben Sie die Nacht gut überstanden? Ja, so halbwegs. Also, weil die letzten Ereignisse waren ja doch schon sehr erschütternd. Aber ansonsten, ja, es geht. Ich konnte auch ganz okay schlafen, denn irgendwann. Das ist ein Anfang. Meine Herren, ich wollte auf dem Weg zu unserem Waffenarsenal. Brauchen Sie noch eine bessere Pistole? Ich wollte sagen, eine noch bessere Pistole. Nein, danke. Diese Pistole hat schon sehr gute Dienste geleistet. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Pistole. Vielen Dank. Aber vielleicht haben die ja auch irgendwelche Pistolen, die so automatisch Zieltechnik drin haben. Ein scharfer Blick zum Doktor. Ja, aber ich habe in die Kampf gesehen, wie sie sehr präzise die Spinne getroffen haben. Das war... So. Das stimmt, ja. Das und dabei bin ich auch geglitten. Haben Sie das gesehen? Ich bin geflogen. Ja, ein wahres Superheld. Danke. Das stimmt, ja. Ja, dann, Lamour, willst du mitkommen? Weil ich würde auch da einmal hingehen. Ich würde mich mal anschließen, ja. Sehr gut. Dann vielleicht ist ja auf dem Weg dorthin, finden wir bestimmt ja auch Mechanicus oder Justice oder... Ja, wo ist Jack eigentlich? Der taucht vielleicht auch auf. Das ist doch immer die Frage, oder? Wo ist Jack eigentlich? Währenddessen. Dann. In tiefsten Katakomben unter Neo-Berlins. Ich habe ein Geschäft. Währenddessen platziert Jack eine kleine Wette um 5 Millionen. eine kleine Wette. Okay. Na, dann lassen wir da losgehen. Genau. Gut. Also ja, übrigens natürlich auch noch guten Morgen, Dudley. Streich mal Dudley. Oh. Guten Morgen, oh, danke schön. Oh. Ja, du bist ein Feiner, ja. Ja, ich bin ein Feiner, danke schön. So. Dann macht ihr euch auf den Weg zu dem Ausrüstungslager. Dann wäre die Frage, ob sie noch jemanden treffen von Jack und Mechanicus. Ich glaube, ihr wart sogar schon zusammen, bin ich der Meinung, aber... Es ist lange her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Kam also, zuletzt bei Glowy wieder aus dem Büro. Ja. Ich weiß, dass ich Miss Everdeen besuchen wollte, die nicht da war. Das hatten wir gemacht. Irgendwann mal. Das ist schon ein bisschen länger her. Mechanicus würde gern basteln. Kann natürlich sein, dass er da auch im Shop ist, um sich ein paar Sachen zu holen und Schrauben oder was er halt gerade braucht. Aber vor allem würde er basteln wollen und vielleicht zum Feierabend, wenn Miss Everdeen Feierabend hat, sie vielleicht irgendwie versuchen abzufangen. Weil er mal mit ihr persönlich reden will, hat sie so lange nicht gesehen. Okay. Gut, dann gehen erstmal Lamour, Richard und Dudley und der Doktor zum Ausrüstungslager und kommt dahin und werdet auch freundlich begrüßt von dem jungen Mann am Schalter. Ach, guten Morgen. Ist es immer noch derselbe wie vom letzten Mal? Nein. No! Na gut, ich kannte ihn eh nicht. Das war nur das eine Mysterium. Hat er überlebt oder nicht? Wer weiß. Begrüßt du ihn auch so? Ich kenne sie eh nicht. Und wichtiger Nebencharakter, guten Tag. Statist Nummer 1. Warum nennt er mich so?
Ja, wollen Sie sich hier einfach frei umgucken oder kann ich Ihnen irgendwie helfen? Guten Morgen, der Herr. Ich bin im Besitz von Ihrer Kryptowährung, genannt Super Points, und würde sie gerne ausgeben für Waffen. Das machen wir hier so. Suchen Sie etwas Bestimmtes oder... Was können Sie denn so empfehlen? Nun, das kann ich jetzt so allgemeingültig nicht sagen. Das kommt ja ganz drauf an, was Sie als ehrwürdiger Held so brauchen. Oh, er wird. Ja, das. Ich habe mir etwas. Ich denke, ich hätte gern ein Katana. Ja. Haben Sie so etwas? Ein Katana, also so. Willst du cosplayen? Was? Aber wenn du cosplayst, dann bitte nicht rechtsradikal. Okay. Den Wink zum Intro-Abenteuer. Schaut das hängt alles zusammen. Oh, der Kreis. Ja. Ich möchte an dieser Stelle erneut wiederholen, dass das Intro sehr, sehr wichtig für die Kampagne ist. Wegen diesem Moment. Genau. Nur wegen diesem Moment. Ja. Wichtiger wird es nicht mehr. Ein Katana? Also, so. Sind Sie sicher? Wird es anders ausgesprochen? Katana? Oder? Nein, das ist schon. Aber Sie sehen jetzt offen gesagt nicht so wie ein Katana. Schwinger aus, also. Oder kann schaut zu Lamour und dem Doktor. Was meint dieser Herr? Naja, also ich hab dich jetzt auch noch nicht so oft mit einem Katana kämpfen sehen, Richard. Hast du schon mal so einen Katana geschwungen? Sagen wir so, meine Nahkampffähigkeiten haben noch Raum nach oben. Aber das spornt mich nur an. Also geben Sie mir Ihr bestes Katana. Unser bestes. Ihr bestes. Was maximal 700 Superpoints kostet. Ah. Okay, da Wenn's sind wir. Holz. Ich wollte gerade fragen, ob Sie in Ihrem Gang schon 10.000 Superpoints parat haben für das Beste. Er wollte gerade so ein Laser-Katana, weißt du, so Laserschwert-Katana irgendwie rausholen. Na gut, dann hier das alte verrostete. Für 700, lassen Sie sich mal schauen. Und er geht dann so in die weiten Fluge hinein. Hörst es kurz rumpeln und so. Der kommt wieder mit, schon einem doch recht elegant aussehenden Katana. Also ist jetzt nicht so der letzte rostige Ganz, den ihr bekommt. Während er noch weg ist und ein bisschen stöbert, schaue ich zu den anderen. Was meint er mit von unserem Rang? Wir haben eine Göttin besiegt. Was? Naja, wir sind ja aber erst ein Superheldenrang. Er meinte damit eine Katana, die ihres Ranges würdig ist, natürlich. Ach so. Ach so, das habe ich falsch verstanden. Gut, ja, danke, Lamour. Da wird er wohl ein wenig suchen müssen. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl, ja. Also so natürlich, dann müsste... Vielleicht kriegst du so ein richtig cooles Laserschwert-Katana oder so. So, weißt du, wie aus Filmen und so. Ein Laserschwert? Wie bei No More Heroes, das musst du dann immer aufladen. Okay. Jetzt ist sie da auch von sozialen Interaktionen verwirrt. Ja, und nach kurzem. Kopfkino. Oh, mein Gott, ich bin ja dran. Kommt er wieder mit einem, doch recht schönen Katana und hält es dir hin. Er hat einen Griff, der mit roten Bändern umwickelt ist, mit silbrigen Elementen dran und eine sehr schöne, scharf geschliffene Klinge. Oh, das ist wunderschön, dieses Katana. Hat es einen Namen, weil es so ein besonderes Helden-Katana ist? Ein Katarina. Also das ist, es ist ein normales Katana. Superheldenwaffen sind ja meistens an den Superhelden gebunden. Und die Namensgebung überlasse ich ganz dem neuen Besitzer.
Der Fleischwurstmacher. Oh no! Das finde ich schon wieder gut. Das würde, also da es ja einfach nur ein normales Katana ist, das würde 400 Superpoints machen. 400 Superpoints. Hätten wir noch eins, was besser ist? Und also, oder wie teuer wäre das nächste Beste? 1000. Und was wäre der Unterschied zwischen dem, was 1000 wert ist und dem da? Dass das natürlich noch viel prunkvoller aussieht, schärfer geschliffen ist und eine Plus 1 auf den Angriff geben würde. Wovon spricht dieser Mann? Ist doch dieses Plus 1. Vielen Dank, aber ich werde dieses Katana erstmal ohne Namen belassen. Erstmal muss ich dieses Katana beweisen, bevor es einen Namen bekommt. Jetzt habe ich auch schon einen guten Namen für dieses Katana. Oh. Insider, die nur ein paar Leute verstehen, sind immer die besten. Danke. Jetzt wird hier auch noch Twitch-Streams als Hintergrundwissen vorausgesetzt. Wow! Ja, die Lore, sie ist tief. Das ergibt ja auch Sinn. Und sie können es ja, wenn es sich dann bewiesen hat, können sie ja dann auch es noch weiter verbessern und aufleveln sozusagen. Das klingt nach einer guten Idee. Besitzen Sie auch so etwas wie Vigor-Boosts in Ihrem Arsenal? Ja, natürlich. Wie teuer wäre so einer? Also Sie können entweder, also Sie müssen wissen, wir hatten in letzter Zeit ein bisschen das Problem, dass die Lieferungen etwas eingeschränkt waren aufgrund, wie wir jetzt wissen, der Lage in Südamerika. Von daher müssten Sie da jetzt gerade schon so 100 Superpoints pro Vigo Boost bezahlen. Und haben Sie die, aber die Grundressourcen haben Sie auch nicht? Also die sind in Südamerika, stecken da fest. Ja, also die verteilen wir ja auch nicht. Wir sind ja jetzt ja kein Alchemieladen oder sowas. Naja, aber ich könnte für Sie ja auch welche machen. Also dann können Sie die schneller wieder verkaufen und so. Ich bin nicht befugt, hier Entscheidungen über meiner Paygrade zu treffen. Okay. Die letzten, die hier gearbeitet haben und nicht zur Zufriedenheit gearbeitet haben, die haben, die arbeiten hier nicht mehr. Die haben einen langen Urlaub genommen. Genau. Oh no! Ja. Deswegen, ich kann leider nur die eigentlichen Medizin kann ich verkaufen. Ich würde dann gern einen Vigor-Boost käuflich erwerben. Nun, gut. Da geht dann wieder zum Tresen, scheint da irgendwie, macht irgendwas auf. Hier, bitteschön. Vielen Dank. Macht 100 Superpoints. Ich strecke ihm so mein Pager entgegen. Machen Sie mal. Er tippt. Okay. Zahlung ist durchgeführt. Okay. War das Katana jetzt schon bezahlt oder noch nicht? Kann er jetzt bezahlen? Okay, dann hat er sich das auch gleich überwiesen. Ich prüfe nochmal, ob er wirklich alles, nur das, was gekauft hat. Ja, hat er gemacht. Vielen Dank. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Mit Ihnen auch. Sie sollten als Superheld vielleicht lernen, wie man... Ich hab nichts gesagt. Wie kann ich den anderen helfen? Unerhört. Also, ich suche irgendetwas, was vielleicht mein... Also, dass ich ein bisschen mehr aushalte. Vielleicht so mein Leben verstärkt. Ne? Oder aber halt meine Superfähigkeiten verbessert und verstärkt. Haben Sie da etwas? Naja, also wir könnten... Wir haben hier natürlich diverse... super Rüstungen, die Sie anziehen können. Sehr, sehr praktisch, muss man sagen. Also so, wenn Sie die hier, und er zeigte das, ist so ein, ja, wie so ein kleiner Chip im Prinzip einfach nur, wenn Sie das sich einfach an Ihre Kleidung, an Ihre jetzige Supers Rüstung oder wie auch immer ranpacken, dann nimmt das einfach die Form an, aber schützt Sie ein bisschen mehr. Hm.
Und das würde jetzt in einer anderen Sprache übersetzt bedeuten? Naja, also wir können hier Ihnen anbieten, dass Sie für 500 Superpoints jeweils zwei Punkte Verteidigung dazu bekommen. Nicht zwei Würfel, zwei Punkte. Zwei Punkte Verteidigung, okay. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. Und haben Sie etwas, was die Lebenskraft vielleicht erhöht? Meine Lebensenergie? Also, Sie sind ja Doktor. Ja. Da empfehle ich regelmäßig Sport. ein ausgewogenes Maß an Krafttraining und Ausdauertraining. Und gesunde Ernährung. Am besten nicht so viel Alkohol, nicht rauchen. Und dann... Das ist alles korrekt, ja. Ich dachte nur, vielleicht hat die fortschrittliche Technologie da schon was entwickelt oder irgendwie sowas. Aber ich verstehe, wenn die ESG da nicht ganz so hinterher ist, dann muss ich mir selber was da ausdenken, das stimmt schon, ja. Während des Dialogs würde ich mich kurz mal zu Richard rüberbeugen. Haben Sie zufällig einen Apfel dabei? Ein Apfel? Warum? Nein, du bist nicht, Felix. Warum? Du bist nicht. Ich habe mich nur gefragt, wie der Doktor darauf reagieren würde. No. Ich weiß genau, welchen Spruch du bringst. Ich auch. Jeder weiß es. Fahren Sie fort. Ja, also, wir können leider nur mit technologischen Mitteln ein wenig die Abwehrkräfte verbessern. Und also zum Beispiel, ich bin jemand, ich beschwöre Dinge und dann will ich einmal kurz so Vogel beschwören, der halt neben mir fliegt. Ja. Haben Sie etwas, was vielleicht Beschwörungen verstärkt oder Dimensionsreisen oder irgendetwas? Gibt es da irgendwelche Sachen, die Sie schon so erforscht haben, gebaut haben? Dimensionsreisen? Jo. Ja, nee, nicht, dass ich wüsste. Also wir haben hier diese generellen Kräfteverstärker-Accessoires, werden auch oft in Schwarzmärkten gehandelt und so, aber nur wir haben natürlich die wirklich gute Ware. Können Sie sich in allen Farben und Formen auswählen. Wir haben es als Ringe, als Anstecker, als Kettchen, als Tablette. Wie teuer wäre so etwas? Ja, also Superkräfte verstärken ist natürlich schon ein anderes Thema. Also da müssten Sie schon, um da einen Bonus von plus 2 zu bekommen, müssten Sie schon 1000 Superpoints investieren. Oh, das war echt teuer. Sagen Sie, wie kriegt man sehr schnell mehr Superpoints eigentlich? Ja, Mission erfüllen. Es gibt natürlich auch Mittel in den Grauzonen unserer. Ich habe nichts. Nee, also Mission. Missionen erfüllen und. Aber ja. diese Grauzonen-Nummer angenommen, dass ich gerne mal diese Grauzonen entdecken wollen würde, wo müsste man da mal so machen, hingehen und so? Graum Entertainment. Also ich. Nee, ich habe nichts gesagt. Also die gibt es zwar rein hypothetisch, aber das würde ich Ihnen nicht empfehlen. Nein, aber rein hypothetisch. Wo könnte man denn da was machen? Nur rein hypothetisch. Nein, Herr Doktor, Sie bringen mich hier gerade, Sie bringen mich hier in Teufels Küche, wenn ich da jetzt noch mehr zu sage. Ich schau mal zu Lamour rüber. Ich glaube, er meint die Schatulle, oder? Meint er die Schatulle? Möglicherweise. Eine rein hypothetische Schatulle natürlich. Meinen Sie hypothetisch diese Schatulle? Zeigt dir die Schatulle? Nein. Wer hat die Schatulle denn gerade? Gute Frage, wer hat die Schatulle? Ach stimmt, nee. Jack hatte die, glaube ich, oder? Ja, du hattest ja noch gar keine neue bekommen. Du hattest ja nur gefordert, eine zu bekommen, oder? Ja. Was passiert, wenn man eine Schatulle in die andere Schatulle packt? Boom. Schatulleception. Oh. Das passiert das Gleiche, wie wenn man googelt.
Chatul, nee, also ich, und er guckt jetzt immer wieder so schräg hoch zu einer Kamera. Ich, nee, also ich, nee. Da, also ich. Ich würde bei meinem Gerät eine Nachricht tippen und die ihm halt so vorzeigen, wo draufsteht. Wollen Sie es vielleicht so uns das erzählen? Einfach nur schreiben? Aber halt so, dass es halt nicht direkt in die Kamera gezeigt wird, sondern so, dass nur er so heimlich das. Man hört im Hintergrund, wie die Kamera ranzoomt. Ich schaue mich mal lieber da drüben um. Möchten Sie nun etwas kaufen oder nicht? Ja. Dann aber tun Sie das. Nein, hypothetisch schon. Dann tun Sie das schon. Bitte. Also. Okay. Aber ich glaube, ich würde das mit dem Schutz nehmen, diese Superrüstung. Wissen Sie, ich bin ein bisschen, würde ich sagen, fragil. Und deswegen würde ich wahrscheinlich eher da auf den Schutz einmal setzen. Okay. Sehr wohl. Und ja, er nimmt das Vorzeigeobjekt, was er hatte, und überreicht das. Es macht 500 Superpoints. Okay. Ja. Vielen Dank. Und ja, Sie brauchen es einfach nur anlegen und dann wird es sich in Ihre Kleidung einfügen. Sehr gut, das ist schön. Dann kann ich mein Laborkit auch immer anlassen. So, das dachte ich doch. Und dann noch ein Vigor-Boost hätte ich auch noch bitte gerne. Ah ja, mach dann nochmal 100. Natürlich. So, und bezahlt man? Ja. Genau. Das ist das Geräusch. Ja, und er guckt dann Lamour hinterher, der sich ein wenig entfernt hat von dem Gespräch. Kann ich Ihnen auch noch irgendwie helfen? Ja, ich, ach, hier drüben, das sieht vielleicht interessant aus. Könnten Sie mir hier drüben vielleicht? Ja, na klar. Und er kommt hinterher. Also ich würde probieren, von Richard und dem Doktor etwas wegzukommen. Mhm. Dass sie vielleicht nicht jedes Wort irren. Und dann, ich hätte ein paar Fragen zu diesen Waffen hier drüben zum Beispiel. Und dann würde ich währenddessen eine Kiste aus meiner Tasche holen und die Kiste öffnen, wo die 4 Haarnadeln von Toki drin liegen. Mhm. Und ihn dann irgendwie leise fragen, gibt es eine Möglichkeit, vielleicht die irgendwie zu Waffen zu machen, sie größer zu machen, dass man sie vielleicht verwenden könnte? Ja, na klar, also ich, die einfachste Variante wäre natürlich, wenn man einfach jeweils 2 von denen immer zu einer größeren zusammen fügen würde. Und aber die Fähigkeiten, damit umzugehen, müssten natürlich dennoch sie entwickeln. Ja, die habe ich natürlich. Ja, das ist eine sehr ausgezeichnete Pistole. Seit wann kämpfst du mit Pistolen, Lamour? Ich, ein Vorbild nehme ich mir an Richard. Aber müsstest du nicht ein Katana jetzt kaufen? Ich gucke erstmal weiter. Oh. Also, Sie meinen, es wäre möglich, vielleicht aus die Waffen zu machen? Das würde gehen, ja. Also, da habe ich wenig Zweifel. Da haben Sie, könnten Sie schätzen, wie teuer das und auch wie schnell das möglich wäre? Na, also, ich sag mal so, wenn Sie sie erst in ein paar Tagen zurückhaben wollen, dann würde ich sagen 300 Superpoints, wenn Sie sie schnell wieder haben wollen, dann würde ich schon sagen, das macht dann schon 500. Ja, wir haben leider was vor die Tage. Aber out of character, wenn du sie benutzen willst, also in Kampf oder irgendwie ja. Superwaffe, müsstest dann schon du rein skillen. Ja. Nur damit du das weißt. Ja. Aber ich könnte sie auch ohne Superwaffe als Waffe verwenden. Ja, klar, aber wie gesagt, der Wert dafür ist quasi Kampf. Habe ich Kampf? Ist eine der normalen Fähigkeiten. Fähigkeiten habe ich nicht. Okay, dann
werde ich vermutlich nochmal drüber nachdenken. Aber ich würde auch einen Vigor Boost. Ich nehme lieber 2 mit. Ja, nun gut, ja, dann mach das 200. Danke. ja, gut. Also dann überlegen Sie sich das, ob Sie dieses Gewehr da nehmen wollen. Dankeschön. Und dann würde ich wieder mit ihm nach vorne laufen. Ja. Würde währenddessen aber zu Richard so: Richard, probier mal das Katana aus, schwing doch mal ein bisschen damit. Oh ja, gute Idee. Ich werde. Oh. Entschuldigung. Pling. Oh je. Ich glaube, das war nicht teuer, oder? Das kann ich alles bezahlen. Ja, und er sieht es und sagt: Umtausch ist ausgeschlossen. Sie haben nichts gesehen. Solange Sie das nicht umtauschen wollen, ist alles in Ordnung. Sehr gut. Sie haben ja einen Doktor schon dabei. Genau, genau. Also ich glaube, du musst noch ein bisschen üben, Richard. Ein wenig. Nun gut, dann hast du alles, Lamour? Ja, ich überlege bei die Gewehr noch etwas. Okay. Na gut. Haben Sie irgendwelche anderen Sonderangebote oder so? Oder irgendwelche mega krass speziellen Sachen, die super cool sind oder so? Was Sie ganz neu reinbekommen haben? Also. Ich habe hier schon so ein Schiffsmodell. Oh nein! No! Ich formuliere es mal so: alle super krass neuen Spezialsachen, die können Sie sich mit großer Sicherheit nicht leisten. Kann man eigentlich irgendwie einfach nur mit den Angel Credits zahlen? Nein, das geht nicht. Da könnten da ja hier Hinz und Kunst reinkommen und sich einfach Spezialausrüstung holen. Gibt es einen Ort, wo man mit Angel Credits zahlen kann? Sind Inz und Kunz auch Superelden hier? Davon habe ich schon gehört, ja. Sind die nicht in Asien? Ich glaube. Ich bekomme Kopfschmerzen. Ja, sie waren aber keine besonders erfolgreichen Helden, deswegen können sie sich ja auch nichts leisten. Oh. Aber sie haben von ihnen gehört. um Ihre Frage zu beantworten, also wir sind der offizielle Versorger für Superhelden. Also es gibt wirklich nur hier in der ESG die Möglichkeit, es zu kaufen, nirgendwo sonst. Ja, wissen Sie, Doktor, es gab da mal. aber unser ehemaliger Superheld Liam Langley hat in einer heroischen Tat die schwarzen Markt ausgelöscht. Aber der Verkäufer muss sich auch denken, ey, was ist denn mit denen los? Er hat gerade gesagt, also wir sind hier der Offizielle. Ja, also, da müssen Sie dann schon mit ein bisschen mehr Geld wiederkommen. Dann passt das auch. Ich stelle mir gerade vor, die gehen jetzt aus der Tür raus, vorne und hören dann ein Psst, Psst, sehen an der Ecke jemanden, gehen hinten rum und es ist dann der gleiche Typ, der einfach hinten ans Gebäude rennt, das mit Klammer aufmacht. Das ist ja mit großartig. Dem angeklebten Schnauzbart. Genau. Schön. Na gut, dann danke für ihre Hilfe und vielleicht sieht man sich ja mal bald wieder, wenn wir ein bisschen mehr Punkte haben, ja. Ja, genau. Das machen wir so. Und vielleicht können Sie das nächste Mal erzählen, was mit dem Grauzone auf sich hat. Wir haben ein bisschen los, komm. Vielleicht. Doktor. Einen schönen Tag noch. Tiddly. Oh, warte. Okay. Während das alles passiert, möchte Jack noch etwas tun? Ich warte in der Kantine. Okay.
möchte Mechanikus. Also möchtest du etwas Spezielles basteln oder bist du einfach nur am... Ich möchte was Spezielles basteln. Okay. Was möchtest du denn basteln? Das, was ich dir gesagt habe, dass ich basteln will. Wann hast du das gesagt? Das weißt du natürlich auch noch. Wann? Letzte Woche, glaube ich, war das. Oder vorletzte Woche. Als wir du kannst mir keinen Vorwurf machen. Du wusstest vorhin nicht mal mehr, dass wir schon wieder in Europa sind. Ich mache dir gar keinen Vorwurf. Dann bastelst du das. Das, wo ich gefragt habe, ob das regeltechnisch geht. Ach ja, ich erinnere mich. Ja. Yeah. Okay, alles klar. Ja, genau, das bastel ich. Wie gesagt, also, ja. Musst du noch drauf werfen? Nö. Das wäre ja krass. Das wäre krass. Das ist ja bei ihm quasi eine Erweiterung durch die Fähigkeit. Durch Levelung. Jetzt ist Lamour weggerannt. Ja, er ist doch rausgegangen. Ja. Ja, aber. Ich. Okay. Dann frage ich, Max, möchtest du noch was machen? Möchte Lil Justice noch was machen? Auf dem Rückweg? Nein. Dann müssen wir kurz warten, bis Lamour wieder da ist. Der ist wichtig für die Szene, die jetzt kommt. Oh. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? Was? Okay, alles klar, dann frage ich nicht. 15:50. Dann würde ich vielleicht die Zeit nutzen und zum Wellington Tower kurz... Nein, ich brauche euch zusammen. Okay. Ich wollte wissen, wie es in-game die Uhrzeit ist, nicht wie viel Uhrzeit wir jetzt hier haben. Ach so, na, vormittags. Also irgendwie 10, 11 oder so. Ja, weil ich ja Miss Everdeen ja abfangen wollte zum Feiern. Ja. Genau. Ansonsten bastel ich. Renn ab und zu vielleicht irgendwo hin. Okay. Nee, warte mal, das ist irgendwie so, ne? Ich kenne das überhaupt nicht. Ach, Leute. Und ich flieg wie ein Flieger, bin so stark wie ein Tiger und so groß wie die Höfe, so hoch. Oh. Das läuft die ganze Zeit, während Mechanikus bastelt. Genau. Oh nein. Wir haben gerade kurz unterbrochen, Felix, weil ich gerade bei dem Doktor Richard und dir gern noch weitermachen wollte, nachdem ich bei allen anderen gefragt habe. Und dann warst du weg, plötzlich. Ups, Entschuldigung. Bin wieder. Ja. Genau, also ihr verlasst dann das ESG-Gebäude. Richard will sich auf den Weg zum Wellington Tower machen. Und ihr geht noch so ein Stück weit und Dudley darf mal bitte auf Supersinne würfeln. Oh. Der erste Wurf. Okay. Ja, ihr spaziert da so lang, unterhaltet euch noch ein bisschen, müsst einen kurzen Weg in dieselbe Richtung und Dudley, du bemerkst dann plötzlich, dass vor euch auf dem Bordstein. Erstmal bemerkst du, dass sich da irgendwie, dass da Steine anfangen so zu wackeln und so ein bisschen wie magisch hin und her gezogen zu sein werden und auch alle in dieselbe Richtung sich langsam hin und her wackeln. Und als du schnüffelst, nimmst du eine Fährte auf, die dir, ja, obwohl es schon eine Weile zurück ist, recht bekannt vorkommt. Du riechst Zigarettenrauch, du nimmst einen Geruch wahr, der dir sehr, sehr bekannt vorkommt. Und als du den Blick schweifen lässt, siehst du in einer kleinen Seitengasse stehen Rupert Murphy. Oh boy. Ich, Dudley würde ohne Worte einfach schnurstracks der Fährte folgen, bis er zu Murphy ankommt und was ist mit Dudley los? Ich weiß auch nicht so recht. Los, hinterher! Okay. Ja, und als ihr dem Blick folgt, seht ihr ihn da auch stehen. Hallo, Richard, Lamour und Doktor, Professor, irgendwas? Ich schwall Murphy in die Arme. Und Dudley würde auch sofort angerannt kommen und sich an ihm spielen. Gerammt. Angerammt? könnte auch so. Er wird oberarm. Mr. Murphy. Richard? Wie geht es?
Wie geht es Ihnen? Es könnte besser laufen. Und warum es besser laufen könnte, das sehen wir in der nächsten Folge. Ernst? Oh Mann! Ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Und ja, was Murphy plötzlich in Neo-Berlin macht und der Gruppe zu verraten hat, das werdet ihr dann nächstes Mal sehen. Bis dahin. Einer deiner Ekligsten. Erik! Die nächste Folge könnte sich ein bisschen nach hinten verziehen. Ich muss mal kurz zu Erik. Ja, dann bis in 4 Wochen, ne?